Truck 15 in the DMC. Meldet sich zurück mit einem erneuten Gameplay-Commentary und heute gibt es ein ganz spezielles Video. Und zwar, Jungs, ich habe mal wieder Advanced Warfare eingelegt und dachte mir, ach komm, Baal, HBR, ASM1, richtig langweilig. Und ich habe dann mal eine Schrotflinte ausprobiert, die S12 Whirlwind. Ich werde jetzt mal hier irgendwo ein Foto dazu einblenden. Und zwar ist es eine spezielle Elite-Version mit erhöhter Feuerrate und größerem Magazin, glaube ich. Und die Waffe ist so unnormal geil. Mir ist aufgefallen, die S12, also das ist eine vollautomatische Shotgun und ich finde, es ist einfach die beste Waffe im ganzen Spiel. Im Nahkampf reißt die so alles auseinander. Das ist eine Mischung wie eine Remington und eine Scorpion Evo in einer Waffe zusammengepackt und die Waffe ist einfach so unnormal stark, Jungs. Mit verbesserter Drahen, Magazinerweiterung und Schaft fetzt die wirklich alles weg. In der ersten Runde war ich 1 vor DNA. Also mit diesen Aufsätzen jetzt davor, ohne Aufsätze, kann man die auch vergessen. Also wenn ihr die ausprobiert, beziehungsweise diese Elite-Version zieht, ich weiß nicht, wie die normal ist. Ich glaube, die ist deutlich schwächer, aber die Elite-Version, beziehungsweise die normale, müsst ihr mal ausprobieren. Ich finde, mit dieser Waffe ist es am allerleichtesten, eine DNA zu erspielen von allen Waffen. Ihr seht im Hintergrund jetzt ein paar Clips, Feeds, was auch immer. Auf BioLab in einer Runde wurde ich letztens 1 vor DNA zweimal geholt. Also 2 29er Streaks hatte ich mit dieser S12 Whirlwind und ich muss sagen, die Waffe gefällt mir einfach richtig gut. Auch auf mittlere Distanz kann man den Gegner damit schon recht gut wegfetzen. Einige würden jetzt vielleicht sagen, alles klar, wahrscheinlich spiele ich jetzt eine vollautomatische Shotgun, um eine DNA zu schaffen. Jungs, bevor ihr jetzt denkt, ist Arex total behindert, geisteskrank, probiert die Waffe einfach mal selber aus. Mich hat die einfach von vorne bis hinten richtig überzeugt. Ich liebe diese Waffe einfach. Sie macht unnormal Bock, mit der zu spielen, wie ich finde, dass sie einen sehr, sehr hohen Rückstoß hat. Und man dann so mit dem Stick hier so nach unten zieht. Zack. Und dann richtig geil, richtig gut alle Gegner wegfetzt. Ihr seht im Hintergrund, wie man damit die Gegner auseinandernehmen kann. Man verteilt einfach eine Turner nach dem anderen mit der S12 Whirlwind. Und ich muss sagen, die Waffe hat zwar wenig Munition, wenn man noch keine Magazinerweiterung hat, aber ich finde, für einen Gegner reicht es voll und ganz aus. Man kann ja mit Doppel-X schnell nachladen und dann zum nächsten Gegner rushen, den wieder wegsnacken und so weiter. Probiert die Waffe einfach mal selber aus. Ich liebe diese Waffe einfach. Jungs, glaubt mir oder glaubt mir nicht, probiert es aus, überzeugt euch wirklich selbst von dieser Waffe. Ich liebe diese Waffe einfach. Jo, ich chill dann hier noch im Laufe des Abends, probiere ich dann noch eine DNA mit der S12 für euch zu erspielen. Bin ich mal gespannt, was ich so reißen werde. Zurzeit bin ich immer auf hoher Streak gestorben, was ich schon ziemlich belastend fand, aber kann man nichts machen. So, das war's mit diesem kleinen Video. Ich kann euch diese Waffe wirklich ans Herz legen und probiert sie einfach mal selber aus. Die Waffe hat mich wirklich richtig, richtig überzeugt. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Shotgun so stark sein kann. Vor allem, weil ich am Anfang mit dieser Waffe nie gespielt habe. Ab und zu mal die Tag 19. Jungs, bitte Tag 19. Heißt die Tag 19? Ich weiß nicht. Diese Shotgun, die so ein bisschen wie die Remington ist. Ich war 1 oder 12 von DNA. Jungs, meine Mutter macht die Xbox aus, weil die war schon ein bisschen im Rage-Mode. Die war ziemlich sauer, hat dann die Xbox ausgemacht. 1 von DNA. Jungs, ich bin heulend in den Keller gerannt. Ich war am Heulen, ja. Es war nicht mehr normal. Es wäre die World First DNA mit der Tag 19. Es war kurz nach dem Release. Und es war schon richtig, richtig belastend. Naja, kann man nichts machen. Eltern sind halt so, ab und zu gönnen sie es einem halt einfach nicht. Wenn man mal abends ein paar Stündchen zocken will, naja, kann man nichts machen. Ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Commentary. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von mir. Ich bin raus und ciao.